In diesem Video würde ich gerne diese Gleichung lösen, die mir einer von euch geschickt hat. Und wie man sieht, sind hier Logarithmen in dieser Gleichung verbaut. Und um diese aufzulösen, da ich hier an das x muss, benutzt man die Umkehrfunktion des Logarithmus, nämlich die e-Funktion. Bevor man die e-Funktion jetzt allerdings einfach so anwenden kann, nutze ich ein paar Logarithmengesetze, um diese Logarithmen hier zusammenzufassen. Und zwar gibt es ja einige Logarithmengesetze. Hier benutzen wir das, dass man Summen von Logarithmen zu Produkten zusammenfassen kann. Also wenn ich hier diese Summe habe, kann ich das als ein Logarithmus schreiben, indem ich die inneren Werte zu einem Produkt zusammenfasse. Also der Logarithmus in dieser Summe hier kann ich zu einem Logarithmus zusammenfassen und diese beiden inneren Klammern hier zu einem Produkt. Und dasselbe mache ich auch auf der rechten Seite. Das 1/2 übernehme ich erstmal und hier schreibe ich einen Logarithmus nur und die inneren übernehme ich zu einem Produkt. Also ein großer Logarithmus und das hier wird zu einem Produkt zusammengefasst. So, habe ich jetzt alle Klammern, noch eine Klammer zu. Und jetzt werden erstmal die Klammern aufgelöst, also Logarithmus von 2x minus 6 gleich 1/2 mal, und hier wird jetzt schön ausmultipliziert. Ich schreibe am besten direkt das Ergebnis hin, denn darum geht es ja in diesem Video jetzt nicht. Also wenn man das hier schön alles ausmultipliziert, kommt man auf folgende 15x² minus 87x minus 18. So, und jetzt habe ich im Grunde, genau, also hier könnte ich jetzt die e-Funktion anwenden und ziemlich schnell zu einem Ergebnis kommen. Hier ist es noch ein bisschen blöd mit dem 1/2, deswegen ziehe ich das 1/2 auch noch in den Logarithmus rein. Das ist auch noch ein Logarithmengesetz, dass ich dieses 1/2 hier jetzt in den Logarithmus reinziehe, und zwar als Potenz. Also die linke Seite übernehme ich einfach mal. Und hier dieses 1/2, das fliegt jetzt in den Logarithmus. Und zwar als hoch 1/2. Also 15x² minus 87x minus 18. Diese innere Klammer wird hoch 1/2 gesetzt, wenn ich diesen Faktor hier vorne in den Logarithmus reinziehe. Das ist einfach ein Logarithmusgesetz. Und hoch 1/2 heißt ja nichts anderes als die Wurzel zu ziehen, aber danach kommen wir gleich. Jetzt haben wir nämlich wirklich nur noch auf der linken Seite Logarithmus von irgendwas und auf der rechten Seite Logarithmus von irgendwas. Und jetzt können wir einfach auf beiden Seiten die e-Funktion anwenden und dadurch fällt der Logarithmus weg. Also auf beiden Seiten der e-Funktion angewendet, haben wir nur noch auf der linken Seite 2x minus 6 und auf der rechten Seite nur noch das Innere des Logarithmus. Also 15x² minus 87x minus 18 und das Ganze hoch 1/2 nicht vergessen. Und jetzt geht es nur noch ans Auflösen. Also 2x minus 6, wie eben schon gesagt, heißt hoch 1/2 im Grunde die Wurzel aus dem Ganzen. Also Wurzel aus 15x² minus 87x minus 18. Und um diese Wurzel wegzukriegen, quadrieren wir eben beide Seiten. Also 2x minus 6 wird quadriert. Und auch diese Seite quadriert, dadurch fliegt die Wurzel ja eben weg. Jetzt kann man die linke Seite noch ausrechnen und im Grunde läuft das Ganze jetzt auf eine PQ-Formel hinaus. Also ich rechne die linke Seite mal mit einer binomischen Formel aus. Also 4x² minus 24x plus 36. Und die rechte Seite bleibt. Jetzt frachte ich alles auf die linke Seite, damit ich die PQ-Formel beispielsweise anwenden kann. Wenn ich das jetzt alles so schön mache, komme ich auf
Minus 11x Quadrat plus 63x plus 54 gleich 0. Und da kann man jetzt, wenn man jetzt noch durch minus 11 teilt, also x Quadrat minus 63 Elftel x minus 54 Elftel gleich 0. Darauf kann ich jetzt die PQ-Formel anwenden und komme zu einer nicht so schönen Lösung, aber immerhin ist es auf jeden Fall die richtige Lösung. Wenn man die PQ-Formel macht, das mache ich jetzt hier nicht, weil das gehört nicht zu dem Video, wie man Logarithmengleichungen löst. Aber da kommt man auf eine Lösung, die 63 22 plus Wurzel aus 4077 22 heißt. Und die zweite Lösung, die das gleiche hier eben mit einem Minus hat. Also, um Logarithmengleichungen zu lösen, geht man einfach so vor, dass man beide Seiten der Gleichung so umformt mit den Logarithmengesetzen, dass man nur auf beiden Seiten nur noch einen Logarithmus von einem ganzen Rattenschwanz dann stehen hat. Also diese Zeile hier ist im Grunde das, worum es geht, wohin ich kommen muss, um die E-Funktion anwenden zu können. Also nur ein Logarithmus von irgendetwas und auch hier nur ein Logarithmus von irgendetwas. Und dann kann ich die E-Funktion anwenden und dadurch fliegt der Logarithmus ja weg und ich habe nur noch eine ganz normale quadratische Funktion im Normalfall.